Aber ich wusste, dass ich noch ein paar Anhaltspunkte brauchte. Und ich wusste auch, wo ich sie herbekommen konnte. Na, Johnny, was spricht man denn hier so? Keine Ahnung. Hier wird viel geredet. Geben Sie mir ein Stichwort. Weißt du was über den Doppelmord im Kreditinstitut? Sie befinden sich auf dem Holzweg mit Ralf Zweimann. Das war ein guter Familienvater, führte ein ehrliches Leben. War nur in Schwierigkeiten, weil er bei der Reifenfirma entlassen wurde. Aber die Broker haben vorausgesagt, dass Brasilien die Kautschukausfuhr drosseln wird. Die verstaatlichen ihre Industrie, dann hätte er seinen Job sowieso wiederbekommen. Und Sally Decker, das ist eine andere Geschichte. Sie war mit diesem Joe Serlo zusammen, bis sie zu diesem Zahnarzt ging. Aber der muss ihr wohl die Prothese vergoldet haben, denn bald steckte sie bis zum Hals in Schulden. Wo finde ich diesen Server? Er arbeitet unter dieser Adresse. Danke, Johnny. Was wissen Sie über das Leben nach dem Tod? Davon weiß ich überhaupt nichts. Man spricht von übernatürlichen Wesen oder von der anthropomorphen Gottheit. Wenn ich Martin und seine Handlanger hinter Gitter bringen wollte, musste ich Mary finden. Und zwar schnell. Johnny, ich brauche dringend Informationen. Eine Frau ist in Schwierigkeiten. Meinen Sie Mary, die Frau vom Boxer, die man gekidnappt hat? Genau. Weißt du was? Vielleicht ja, vielleicht nein. Die ist übel dran. Sie wird von Martens Schwein Luca festgehalten. Wer ist Schwein Luca? Nicht doch. Luca Burnett, Martens Schläger. Verstehe. Wo sind die? Die Stadt ist groß. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde es an Ihrer Stelle mal in Jims Gym versuchen. Danke, Johnny. Ich melde mich wieder. Es handelt sich um eine Bypass-Operation, Johnny. Und? Der Kerl hatte vor ein paar Tagen eine schwere Herzattacke. Was hätte ich davon eine Ahnung? Haben Sie Atropin gespritzt? Natürlich. Entfernen Sie irgendwo eine Vene, überbrücken Sie damit die krankhaften Gefäße. Aber verletzen Sie auf keinen Fall die Hauptschlagader. Johnny? Ich brauche ein paar Informationen, aber ich brauche sie schnell. Sie meinen über das entführte Mädchen Terry Burden? Was weißt du von Tuba-Geschäften in der Nähe von Tankstellen? Nichts, aber kürzlich hat ein neuer Tuba-Club aufgemacht. Er ist in der Nähe eine Tankstelle. Wo ist er? Er nennt sich El Tubadero Club. Er ist in der Nähe der fünften. Danke, Johnny. Es geht um meine Mannschaft, Johnny. Glaubst du, ich brauche neuen Läufer? Wie soll ich das wissen? Du darfst deine Mannschaft nicht so oft umstellen. Die haben keine Chance, sich aufeinander einzuspielen. Was du brauchst, ist ein linkshändiger Werfer, der dir die Möglichkeit gibt, dich mal auszuruhen. Hol dir gelegentlich einen Läufer, du wirst sehen, sowas fehlt deiner Mannschaft. Du denkst da an einen Kerl wie Gossi, was, Johnny? Ach komm schon, Tommy, hast du nicht alle? Gossi ist Rechtshänder und außerdem kann er nicht weiter als 2 Meter werfen. Hier habe ich die Namen von 5 Spielern, die nicht abgeneigt wären, den Verein zu wechseln. Jedenfalls ging es dir besser, wenn du nicht Tommy Dorn verkauft hättest. Aber jetzt brauchte ich mehr. Hi, Johnny. Ich brauche ein paar Informationen über einen bestimmten Typen. Meinst du Eddie Casellis? Ja, was weißt du über ihn? Verurteilter Bombenleger. Vor einem Monat entlassen. Steht doch in den Akten. Nein, nein, nein. Ich brauche was Persönliches. Was macht er in seiner Freizeit? Mimi Dejou und die Milwaukee Brewers. Besucht er viele Spiele? Hat eine Saisonkarte. Außerdem hier weiß ich nichts. Danke, Johnny.
Johnny, ich bekomme eine Menge Post wegen meines Aschenputtelkomplexes. Ja? Die Angst der Frauen vor Erfolg lässt viele von ihnen über ihre Wünsche und Bedürfnisse im Unklaren. Die Konsequenz davon ist ein dem Stress verwandtes Ausgebranntsein, das viele Frauen dazu bringt, ihre feministische Aggression in weibliche Sanftheit umzuwandeln, abhängig von ihrem Partner als Ersatzbefriedigung. Aber was sag ich Ihnen? Raten Sie ihnen, Sie sollten Kontakt aufnehmen mit ihren unterbewussten Gefühlen und den Wachstumsprozess mit ihren Partnern teilen. Danke, Johnny. Bis dann. Bevor ich dann zu meiner Verabredung mit Dutch fuhr, holte ich mir noch einige Informationen. Was spricht man denn so, Johnny? Ach, ich höre eine ganze Menge. Hast du schon von Dutch Henderson gehört? Er wuchs als Waise auf in der Lower South Side. Seine Mutter war eine Prostituierte. Sie starb, als er 3 war. Er fing an, Äpfel zu klauen, schon mit 6. Dutch verbrachte die gesamte Kindheit in Heimen. Er kannte nur eine Welt voller Kriminalität. Ist das vielleicht eine Entschuldigung? Ich glaube nicht, aber man versteht ihn besser. Du kriegst 20, wenn du mir konkrete Beweise gegen ihn lieferst. Ich weiß, was ich mache, ist nicht fein. Aber ich habe hier ein paar Fotokopien. Das sind Verträge von dunklen Geschäften. Wenn das rauskommt, sehen die Typen ziemlich alt aus. Danke, Johnny. Das hilft mir bei meiner Verabredung um 15:15. 3 Uhr? Richtig. Johnny, da ist ein Feuer im Bluebaker-Gebäude. Ich weiß nichts drüber. Das ist eine Möbellagerhalle. Sobald das Feuer das obere Stockwerk erreicht hat, bemerkt ihr intensiven Rauch und Chlorethylengas. Deckt das Feuer mit einem Schaumteppich ab. Ein Versuch, mit deinen Leuten die Überlebenden zu evakuieren. Mit dir, Johnny. Jetzt aber los, steht nicht so rum, mach den Weg frei. Johnny, was weißt du über den illegalen Drogenhandel? Im Augenblick ist die Stadt knochentrocken wegen der unsicheren politischen Lage in den lateinamerikanischen Ländern, die Drogen exportieren. Heute Nacht findet eine Übergabe statt. Weißt du wo? Ich kann es Ihnen ja verraten. Die Aktion startet in Mr. V's. Danke, Johnny. Johnny, ich habe da gestern was von einer neuen Musik gehört. Ska. Weißt du was darüber? Woher sollte ich das wissen? Nichts als ein ordinärer Abklatsch von Reggae. Stark beeinflusst vom weißen Rock der frühen Jahre. Definitiv ein Beat, der nie richtig populär werden kann. Denn obwohl er den schwarzen Beat konventioneller erscheinen lässt, ist er doch zu exotisch, um von den Massen akzeptiert zu werden. Johnny, ich bräuchte noch eine Dose von der Imprägnierungscreme. Danke.